Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Deponia. So, ich bin dafür, wir versuchen unser Klopfrätsel nochmal. Ja, ich glaube, ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Ich habe mich nämlich informiert, dass man mehr als einmal klopfen kann. So, nach unserem Zettel nach antwortet Liebold mit den Klopfern, die wir, glaube ich, brauchen, um weiterzukommen. Aber ich teste es jetzt nochmal, wenn wir nur einmal klopfen, ob er auch dreimal zurückklopft. Nein, eigentlich nicht. Okay. So, eins. Zwei. Drei. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das wären dann 4 minus 3, oder? Das wäre dann ein Klopfer. Und das wäre wieder dann plus 1, 2, 3, 4, 5. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein, Janosch wartet auf dich. Ja, dann lassen wir ihn ja nicht lange warten, ne? Husch, sehr gut. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekrutierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft springen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26, das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Ich bin Torpedo-Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt. Aber er wollte einfach nicht hören. Ja, ein Kanister. Das Dieselöl ist alle. Leider. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade Ablandegewinde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Gut, nehmen wir da mal mit, ne? Was? Ein Delfin spritzt den anderen nass, okay. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janos? Nicht jetzt, Mama. Eigentlich doch. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören Sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das.
Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ja, mir schwant Übles, was mit den Delfinen passieren wird. Ich mach ein bisschen die Musik leiser, die ist mir doch... war mir doch ein bisschen gerade zu laut. So. Tada. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein. Wie sie sich freuen. Tschüss. Ja. Komm, Fischi. Schade, hätte er sein können. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen, was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten sind. Ja, ich hatte doch recht. Welche nette junge Dame denn? Es schwand mir Übles, was den Delfinen passieren wird. So. Wo haben Sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Hey, Janosch! Ah, Rouge, du dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wie Erfolg haben. Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Gaktonne. Nie gehört. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst. Sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht so viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen, um für alle Bichard zu bestellen. Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Der Schobomat hat mir Feuerweste Einlegesohlen als Bonus draufgegeben. Donner ist untergetaucht. Da wünschte ich was, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Pizza auch sehr lecker. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organon zu operieren? Apropos, du hast da einen Popel zu hängen. Ein Popel? Igidigit, aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Und stehen sogar langsam die Duftbäume auf. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution! Es wundert mich eigentlich nicht, dass sie zu mir zurückgekrochen kommt. Tja, Pech gehabt, Toni. Ich habe jetzt nämlich eine richtige Freundin. Also zwei Drittel davon. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken.
Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohlauf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter-Werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich-bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Oh. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rubus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolken zu leisten. Aber... Kein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Genau. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch, Rekrut. Bei euch piept's wohl. Ich... bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal, das ist es wert. Genau, ich glaube auch. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du... Oh oh. You were killed by an ugly dragon. Utterly overpowered by the sheer evilness of the hideous creature. Your dear hero perished and was more. Restore new game quit. So. Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Oh. Ja, gehen wir hier sofort zu den ähm,
Ich habe Fragen zu den Delfinen, ne? Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Da! Was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Hatte ich gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut, schon gut. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Warum sehen die Delfine so traurig aus? Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Sie lieben physische Komik. Wie kann ich die Delfine noch gleich aufmuntern? Spring vor einen fahrenden Kreuzer. Tja, hier unten gibt's keine Kreuzer. Könnte aber helfen. Sie lieben physische Komik. Wenn das Torpedodelfine sind, wo sind dann ihre Torpedos? Nicht da, wo du denkst. Ein Glück. Janosch hat die Torpedoausrüstung verkauft, um Pizza bestellen zu können. Im Ernst jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Toni, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir. Na gut, aber momentan wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Sie sind schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Genau. Seht mich an, ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ja, gut, aber wechseln wir mal das Thema. Wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Schlussbemerkung? Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, hat nicht funktioniert, wa? Nope. Was mich jetzt interessiert... geradezu nach einem brillanten Manöver. Was mich gerade noch so interessieren würde... aber dafür speichere ich einmal. Was ist, wenn wir was anderes drücken wie Restore bei der Sache, wenn Toni uns, ne... tötet. Und? Wie arbeitet... So. Bitte, ich hab... Aber tu... Ich bin immer... Ich überspringe das alles mal, ne? Ich nur... Da ist da, wenn... kein... Ich das hier... bin ich richtig? Ja. Zum Meeting. Ja. Ich glaube, wir sind so. Oh, oh. Was ist, wenn ich New Game drücke? Hm? Was soll das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die sieht aber genauso aus wie... Och, das merkt schon niemand. Die Leute, die... Wir machen wirklich das Spiel einfach dann von vorne. Tutorial. Ja, ja, du hast alles vergessen.
Nee, eigentlich nicht. So, laden. Ja gut, dann versuche ich das mit dem Rausgehen aus dem Spiel gar nicht erst, wenn das hier schon nicht geklappt hat. Das schreit geradezu nach einem brillanten Manöver. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Naja. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ja, gut, das kriegen wir auch noch hin. Aber ich glaube, jetzt machen wir uns mal wieder auf den Weg zur Antenne. Antenne. Beziehungsweise wir machen hier einen Schnitt. Ich würde sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Deponia. Tschüss! Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Plan. Willst du mich heule hier nochmal von vorn? Und dann noch einmal von vorn. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunken Notbootwänden. Was in der Tat Colts Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, denn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und all. Kussar mit Saufen und Alm. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals zweifelnd zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rumpfus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, aber get on da! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Osterball muss ja und so. Torpedodelfinen, zum Dank war es ihnen gelungen, sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er Kurs. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Osterwochenendarbeit! Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Koffer stehen, jetzt ist sie zu spät zu gehen. Und überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Rosa, wie wär's mit Heilbronn?